Und damit herzlich willkommen zu einer ungewollten Folge nochmal. Das dürfte jetzt irgendwie die Folge für nächste Woche sein irgendwann. Und ich bin gerade echt so gespannt darüber, wie es ausgehen wird. Also nicht wie das Spiel ausgehen wird, sondern allgemein dürfte jetzt nicht mehr allzu lange dauern. Hier, komm, du willst aufs Maul. Hier, rechts, links, komm hin. Ihr Begleiter ist geflohen. So, hätten wir den auch gefickt, sei jetzt mal so. Und ich trinke kurz was. Ah. Entschuldigung, musste sein. Das A. Ah. Und ich hab voll vergessen, den Timer zu stellen. Ah. Wird diese Folge auch ein bisschen länger. Egal. Also ich krieg gerade wieder richtig Bock auf das Spiel. Und wenn ich in der letzten Folge sagte, ich will nicht mehr spielen, die Stars und so. Ich bin voller Junkie. Nehme ich jetzt. Jetzt gerade, ich will es echt zu Ende kriegen. Und hoffentlich ist es auch bald zu Ende, so das Spiel, weil ich möchte jetzt auch mal wieder was anderes zocken, außer Torchlight und dazu labern. Wow, und in der letzten Folge habe ich ein bisschen über Vergewaltigung geredet, wie erbärmlich das eigentlich ist. Weil, ich finde sowas einfach, mich widern so Menschen an, die jemanden vergewaltigt haben. Mich widern die Menschen einfach an, weil die vergewaltigen ja, meistens, kleine Kinder, oder freizügige Teenager. Tun denen irgendwie K.O.-Tropfen untermischen, die Stars, ne? Finde ich allgemein so erbärmlich, weil dadurch hat sich das. Meistens sind ja so ältere Herrschaften. Ältere Herrschaft so, also nicht in meinem Alter, sondern eher so 30, 40, 50. Und die reißen sich dann einfach einen. So ein junges Ding, das sich nicht mal gegen den wehren kann, über den Pisser. Wie erbärmlich ist bitteschön das denn? Erklärt's mir. Bitte, sorry, wenn ich gerade so aggressiv bin, aber erklärt mir mal, wie erbärmlich das ist, wenn sich jemand über so jemand, also mit so einer Gewalt, jemanden über den Pisser reißt. Also, jemand, boah, einfach. Jemanden zu vergewaltigen ist so ziemlich das Erbärmlichste, was es gibt. Vor allem Kinder zu vergewaltigen. Oh, noch eine Stage. Nein, noch eine Stage. Nein. Einfach vor allem, man kann, wenn einem K.O.-Tropfen untergemischt werden, kann derjenige, der die K.O.-Tropfen intus hat, kann sich ja nicht wehren. Und K.O.-Tropfen sind in manchen Waschmitteln, glaube ich, sogar drin. Hat eine Freundin von mir erzählt. Und, ja, komm. Ich meine, sowas geht doch nicht einfach. Andere Leute gegen ihren Willen, zu knallen, zu ficken. Sag jetzt mal ganz krass. Weil, aber eigentlich tun mir so Leute dann schon auch ein wenig leid. Weil, das zeigt einfach, wie erbärmlich die sind. Das ist nicht möglich. Hä?
zeigt wirklich teilweise, wie erbärmlich die sind. Und, ja, ich finde es, sowas ist echt grausam, sage ich jetzt mal so. Weil die Opfer, die haben ja dadurch am meisten zu kämpfen. Was wollte ich gerade machen? Das ist ja offensichtlich nicht. Das auch nicht. Was wollte ich. Ah ja, das. Ja, deshalb ist meine Hand dahin gewandert. Und auch. Aber ganz ehrlich, was hat ein Vergewaltiger davon, jemanden zu vergewaltigen? Weil an sich, so Vergewaltiger werden ja zum großen Teil immer gefasst. Was auch gut ist natürlich. Aber denen müsste doch eigentlich klar sein, okay, wenn ich jemanden vergewaltige, dann werde ich gefasst und wenn ich jemanden vergewaltige, dann komme ich für ein paar Jährchen in den Knast, ne? Aber wenn es dem egal ist, dann okay. Ich würde nicht freiwillig. Okay, ich würde mal so gucken, so mal so in den Knast gehen. Also freiwillig natürlich. Sagen ja okay. Ich mach mal so, dass man einfach da sagt, ja okay, in dem alten, man restauriert ein altes Gefängnis. So, und macht daraus ein Hotel. Wir haben Gefangene oder wir leben Gefangene. Und man kriegt dann wirklich das zu essen, so was die bekommen, leben. Lebt halt dann mal so einen Tag wie so ein Gefangener, so ein Knaschli. Ich habe wenig. Na, fickt euch doch. Und einfach so, um zu wissen, wie es. Wie es denen da so ergeht, so. Entschuldigung, musste ich mich kurz muten. Und einfach so, um zu sehen mal, wie lebt sich's in so einem Knast. Einmal so zu sehen, ja okay, denen im Knast geht's nicht gut. Also dann wirklich auch kein Handy, keine Zigaretten, keine Drogen, dies, das, auf alles verzichten, was man dann wirklich auch verzichten muss. So, aber dann gleich in den Knast zu wandern, nur weil man kein Geld für die Noten ausgeben will, das finde ich dann schon sehr, sehr erbärmlich. Boah, es ist so fucking laut gerade, die Musik. Boah, ein Scheiß. Mein Gepäck ist voll. Mein Inventar ist voll. Also zumindest, das ist mein Standpunkt so zum Vergewaltigen. Wollte ich gerade nur mal so. Also ich habe da so gerade ein bisschen aggressiver geredet natürlich, aber das ist wahrscheinlich auch ein bisschen verständlich, weil sowas ist echt mies, jemanden gegen seinen Willen zu. Passen Sie auf sich
ficken, sag ich jetzt mal so. Also zu poppen, bumsen. Den zu vergewaltigen, so. So, dann gehe ich doch lieber in den Puff und Ihr Begleiter fliegt. Das war knapp. Wurde ich gerade angerufen. Sorry. Tschüss, bis zur nächsten Folge.